Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Nächste Woche am 19. Juli startet endlich mal wieder ein Event, das Gaiden Event. Wer es bis heute noch nicht mitbekommen hat, EA hat es endlich auf der EA-Seite für Apex Legends bestätigt. Wir gehen kurz durch. Es gibt leider keine Patch Notes. Es wird sich quasi im Spiel nichts groß ändern, außer dass wir ein neues Event haben. Und wir haben endlich mal wieder einen Limited-Time-Modus. Lange hat es gedauert, bis hier endlich mal wieder was passiert. Wir gehen es kurz durch. Ich scrolle hier einfach mal so ein bisschen durch. Das Logo natürlich an so ein Anime-Event angelehnt, finde ich. Hätte mir besser gefallen, wenn das Collection-Event mehr so Anime-Events gehabt hätte und hier einfach mehr Skins für die gesamten Legenden dabei gewesen wären. Sei es drum, der Armed and Dangerous-Modus kommt endlich wieder. Auf den freue ich mich extremst und das erste Mal, seitdem dieser Modus am Start ist, und den hatten wir, glaube ich, schon viermal, würde ich jetzt grob schätzen, das erste Mal, dass er auf allen rotierenden Maps stattfindet. Finde ich richtig geil. Besonderheit wäre den Armed and Dangerous-Modus. Einer der beliebtesten Modi, würde ich sagen, noch nie gespielt hat folgende Funktionsweise: Wir finden nur Sniper, nur Shotgun als Waffen auf dem Boden und wir finden allgemein Items sehr selten. Besonders Heil-Items sind extrem selten zu finden. Der Modus macht einfach unwahrscheinlich Spaß, wahrscheinlich aber nur auf World's Edge und Olympus. Keiner will Stormpoint sehen, darum geht es aber nicht. Wir gehen hier mal ein bisschen durch. Dann haben wir wieder einen Price-Tracker. Zwischen dem 19. und 26. Juli kriegen wir einen Gun-Charm, einen 30-30-Skin und einen Fuse-Skin. Und zwischen dem 26. Juli und dem 2. August kriegen wir nochmal ein Holospray, wie es aussieht. Und wir können uns ein Gaiden-Event-Pack freischalten. Das ist leider sehr wenig. Ich hoffe, dass hier EA endlich mal nachsteuert und für solche Events einfach mal ein paar Packs mehr rausballert, dass die Leute, die keinen Bock haben zu payen, auch ein bisschen was wenigstens freischalten können. Das lockt vielleicht die Leute. Würde ich ganz geil finden. Finde ich schade, dass das nicht der Fall ist. Hier sehen wir die speziellen legendären Skins für das Gaiden-Event. Octane, Eva 8, die Charge Rifle und Watson. Dann Revenant und Flatline. Zur Flatline will ich gleich noch was sagen. Und wir haben die Wingman und Mirage. Ganz wichtig, der Flatline-Skin hat einen anderen oder ein anderes Ironsight, ein anderes Standardvisier als der normale Standard-Skin. Jeder andere Flatline-Skin außer dem Battle Pass-Skin, der kommt dem Battle Pass-Skin aus Season 4 relativ nah. Pay-to-Win-Skin. Viele haben diesen Skin nicht. Aber dieser Skin, schaut euch den mal genauer an. Gibt viele Videos, wo man das Ironsight sieht. Auf meinem Drittkanal kann ich gerne noch verlinken. Da sieht man das Ironsight so ein bisschen. Es sieht ein Stück weit besser als das Standardvisier aus. Also könnte man diesem Skin Pay-to-Win nachsagen. Aber es ist lange nicht so geil wie natürlich der Battle Pass Skin. Das jetzt einfach mal um drumherum zu labern. Hier haben wir noch ein paar Price-Tracker. Nicht Price-Tracker. Die Tracker hier, wie viele Kills und Damage und hast du nicht gesehen für die vier Legenden, die hier im Mittelpunkt stehen. Dann haben wir nochmal spezielle Packs. Zwischen dem 19. und dem 26. Juli haben wir einmal Mirage Bündel für 4000 Coins und zusätzlich 10 Apex Packs. Also natürlich die Gaiden Event Packs, 5 Gaiden Event Packs und der Charge Rifle Skin für 2500, den Gibraltar Skin und den Horizon und den Alternator Skin finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Das Lower Bundle ist in dieser einen Woche zurück und vom 26. Juli bis zum 2. August. Seht ihr selbst, ich muss es sicherlich nicht groß beschreiben. Hier ist noch interessant das Seer Bundle, was ich auf jeden Fall sehr geil finde. Aber auch hier muss ich sagen, es wäre relativ schlau und vor allen Dingen würde das die Verkaufszahlen für manche Skins erweitern, wenn man, es gibt so viele extrem geile Skins für die 99, die sollten vielleicht auch den Pay-to-Win-Skin oder wer den Skin nicht kennt, gibt zwei verschiedene, die man Standard ziehen kann oder eben den Battle Pass-Skin 100 und 110 von der 99, die haben ebenfalls diesen Pay-to-Win-Skin. Warum die nicht diesen, das Visier, also die haben so ein Pay-to-Win-Visier da drauf, wie bei der Flatline, darauf wollte ich hinaus. Warum die dieses Visier nicht überall drauf machen, das kann ich bis heute nicht so ganz verstehen, das wird auf jeden Fall richtig cool ankommen und natürlich ist klar, wenn wir alle 40 Items aus dem Event durchgepayt haben, keine Ahnung, es werden über 100 Euro sein, die man bräuchte, bei 8 legendären Sachen und der Rest ist so durchwachsen, blau und lila, glaube ich, bekommen wir diesen Mythic Skin für Bangalore inklusive diesen extrem geilen Finisher.
Es gibt ansonsten keine Patch Notes, falls ich das nicht schon am Anfang des Videos erwähnt haben sollte. Es ändert sich ansonsten im Spiel nichts. Keine Buffs, keine Nerfs, keine Nothing. Also ihr wisst Bescheid. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich jedenfalls muss sagen, es wird wieder eine teure Angelegenheit für einige Leute, die da Bock drauf haben. Ich bin mal gespannt, ob ich mir den Skin zulege. Aktuell bin ich mir noch nicht so sicher. Und für alle, die Bock auf exklusiven Apex Legends Mobile Content haben, ich habe heute endlich einen neuen EA-Kontakt, der hat sich heute bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich Bock auf mehr Apex Legends Mobile Content hätte. Demnach zufolge werde ich wahrscheinlich demnächst exklusiven Stuff bekommen, wenn es was Neues für die mobile Version gibt. Da habe ich richtig Bock drauf. Leider kriege ich aber keinen Early Access für die neue Season. Ich kümmere mich drum und es gibt die Nachfrage nach Lobby Codes. Das könnte sein, dass ich in Zukunft im Stream endlich mal Turniere veranstalten kann. Da müssen wir aber immer noch abwarten. Auf jeden Fall, mein Ansprechpartner kümmert sich drum. Jetzt habe ich endlich wieder jemanden, den ich mega belasten kann, wenn es um Apex Legends geht. In diesem Sinne sollte es das von mir heute gewesen sein. Nächster Livestream übrigens am Sonntag. Und ansonsten habe ich am Dienstag richtig Bock auf dieses Event. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.